Hallo zusammen. Ich habe heute nichts mit Kühlschränken und Kälteleistung zu tun, sondern eher mit Wärmeenergie. Ich bringe eigentlich keine privaten Videos. Aber es wird sich was ändern. Das Wochenende, was kommt, am 20. bis 22. werde ich noch auf der Messe sein. Am 23. gehe ich meine Knie operieren und bin dann ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Und vielleicht verbringe ich hier ein bisschen mehr Zeit. Ihr seht, das ist die Zufahrtsstraße hier. Das ist 1600 Kilometer von zu Hause weg. Ja, so ist es, kurz angesagt. Wir reden heute über Inflation und zwar nicht, dass das alles teurer wird, sondern über Behördeninflation. Das heißt immer mehr Gesetze, immer mehr Verwaltungsaufwand, immer mehr Bürokratie. Ja, und so habe ich es langsam hier oben. Ich kann nicht mehr laufen mit meinen Knien längere Zeit. Und die Messe habt ihr die Möglichkeit, mich noch zu sehen. Ich bin am Stand in Friedrichshafen an der Aventur Sauzeit. Und nachher bin ich vielleicht nicht mehr so aktiv. Ich bringe nicht mehr so viele Videos. Ich habe jetzt den letzten halben Jahr jeden Tag ein Video gebracht. Wobei ich muss sagen, die meisten waren noch aus dem Januar, Februar, März. Also bei uns ist dann nicht viel los. Ihr hört auch hier, ist ruhig, hier hat es Hühner, hier hat es keine Chemtrails, kein Flugzeuglärm, nur Hunde und Hühner, die bellen. Ihr hört den Hahn im Hintergrund, ich bin hier richtig auf dem Lande. Das ist die Zufahrtsstraße, das ist eine Schotterstraße, also ich muss jetzt mal 20 Kilometer fahren, dass ich hier auf Straßen kommen mit Strichen nebendran und Pfählen, sondern hier ist wirklich schön auf dem Lande. Wenn ihr weiter Fragen habt betreffend Kältetechnik, Kühlboxen, Kühlaggregate, 12 Volt, schreibt mir eine Mail, das findet ihr, das ist kein Problem, das verlinke ich euch unten drin. Ich werde probieren, die zeitnah zu kommentieren oder zu beantworten. Ihr könnt mir auch Kommentare schreiben in die Videos und da Fragen stellen. Nur da schaue ich nicht jeden Tag rein oder sicher nicht mehr jeden Tag. Und dann schauen wir im Frühling, wie es weitergeht hier. Ob ich dann hier immer noch am Holz spalten bin, aber so viel Holz hat sie auch nicht mehr. Wir schauen weiter. Ich bin jetzt ein halbes Jahr mit der Knieoperation außer Gefecht. Also da heißt erst eine Knie, da heißt rechte und dann das linke, je 3 Monate. Und dann sehen wir weiter. Die Firma läuft weiter, die Leute sind da, es funktioniert. Ich bin ja nicht ganz weg, ich bin erreichbar. Ich habe hier hinten in Sichtweite eine 5G-Antenne. Nur mein Handy funktioniert noch nicht auf 5G. Also die sind ja wirtschaftlich. Also ich habe zwar keine Straßen, aber ich habe eine 5G-Antenne ums Haus. Ja, man ist nicht so weit weg. Gut 16 Stunden fahren oder sogar noch mehr, je nach Staulage. Ich wünsche euch einen schönen Gruß aus den Karpaten. Und ich spalte jetzt noch ein bisschen Holz und nehme es vorzu. Handy habe ich, aber kein Telefon. Handynummer hat hoffentlich noch keiner von mir.